Guten Morgen, wo immer und wo überall ihr seid. Es ist mir eine große Freude, heute den Vormittag mit euch zu verbringen oder den Nachmittag oder Abend oder die ganze nächste Woche, wann immer ihr der Predigt zuhört. Schön, dass ihr alle dabei seid. Heute haben wir Muttertag, wie man ja weiß. Und ich möchte alle Mütter grüßen, alle Mütter, alle Omas, alle geistlichen Mütter, alle, die die Mutterrolle ausüben. Hund, Katz, Maus lasse ich ein bisschen aus. Und die machen das ja auch manchmal, sind manchmal auch ganz gute Vorbilder. Und ich möchte euch sagen, ihr tut alle einen großartigen Dienst. Der Muttertag heute ist für mich persönlich ein ganz besonderer Muttertag, weil heute vor 37 Jahren an einem Dienstagvormittag ich zum ersten Mal Mutter geworden bin. Und ich möchte meinem Sohn gratulieren, dass er sich mich ausgesucht hat, weil es eine große Freude für mich ist, seine Mutter sein zu dürfen, ein paar tausend Kilometer weiter weg. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt fange ich schon an zu heulen, aber gut, so ist es am Muttertag, das kommt schon mal vor. Das Muttersein hat mein Leben in einem Tag auf den Kopf gestellt und vom Kopf wieder auf die Füße, und Mutter bleibt man sein Leben lang, und das werden viele nachempfinden können. Und vom Leben auf den Kopf gestellt heißt, geht die Predigt des heutigen Tages. Ich habe es ein göttliches Krisenmanagement aus Psalm 57 genannt. Wie ich dazu gekommen bin, ist ganz einfach. Man kommt ja um das Wort Krise momentan überhaupt nicht drum herum. Selbst wenn man mit starkem, großen Willen sich dafür einsetzt, dieses Wort aus dem Leben zu verbannen, es geht nicht. Wir haben eine Corona-Krise, wir haben eine Wirtschaftskrise, wir haben eine humanitäre Krise, wir haben eine soziale Krise, wir haben eine Krise in den Medien, wir haben eine Krise in weiß ich was, wir haben eine Krise an der anderen. Und deswegen kommt man um dieses Wort nicht drum herum. Ich bin vom Naturell ein Mensch, der, wenn er ein Wort oder einen Sachverhalt häufig hört, er versucht herauszufinden, was dieses Wort oder der Sachverhalt bedeutet. Und so bin ich Stück für Stück in die Botschaft für den heutigen Tag hineingekommen. Ich habe es genannt, ein göttliches Krisenmanagement aus oder nach Psalm 57, weil es noch viele andere Formen des Krisenmanagements gibt. Das ist nicht das alleingültige göttliche Krisenmanagement. Es kommt darauf an, was man für naturell hat und was einem anspricht und wie, die Art, wie man denkt. Und in Psalm 57 stecken noch viele andere Wahrheiten, nicht ausschließlich das Krisenmanagement. Es kommt darauf an, was man aus dem Psalm 57 für sich herausnimmt. Und ich habe den Aspekt des Krisenmanagements herausgenommen. Warum? Weil es eine besondere Geschichte ist. Die Parallelstelle dazu, die die Geschichte erzählt, also der Psalm, so wie ich es verstanden habe, ist eine Reflexion von David aufgrund eines Ereignisses, was er selber erlebt hat, nämlich nachzulesen in 1. Samuel 24, als er sich in einer Höhle versteckt hat, da er von König Saul verfolgt wurde, der ihm nach dem Leben getrachtet hat. Da gab es ja auch noch viele Geschichten davor, aber da müsstet ihr euch ein bisschen selber reinlesen. Also der saß in einer Höhle und hat sich versteckt und hat versucht, sich zu schützen, wissend, dass der König Saul mit seiner ganzen Mannschaft, mit seinen Soldaten hinter ihm her war. Und er war nicht alleine in der Höhle, sondern er war mit anderen dort versteckt. Also er hat nicht nur für sich Verantwortung getragen, sondern für all die anderen Menschen, mit denen er in der Höhle war. Also das war schon eine aktive Krisensituation. Ich habe mal nachgeschaut, was die Definition von Krise bedeutet. Das fand ich sehr interessant. Als Krise bezeichnet man im Allgemeinen einen Höhepunkt oder Wendepunkt. Und das finde ich ja das Tolle. Wenn man von Krise redet,
wendet sich etwas, entweder zum Guten oder zum Schlechten. Aber es ist der Punkt, wo sich was ändert. Also kann man dankbar sein für die Krise, weil man weiß, jetzt ist man am Wendepunkt angekommen. Allgemein ein Höhepunkt oder Wendepunkt einer gefährlichen Konfliktentwicklung, also davor ist eine Entwicklung passiert, in einem natürlichen System oder in einem sozialen System, ich denke, da haben wir im Moment beides, dem eine massive und problematische Funktionsstörung über einen gewissen Zeitraum vorausging und die eher kürzer als länger dauert. Das finde ich ja das Allerbeste. Eigentlich, wenn wir zur Krise kommen, haben wir das Schlimmste schon überstanden und die Krise bringt den Wendepunkt und dauert in der Regel nicht so lang. Ich habe es mal ein bisschen zusammengefasst in meiner Sprache. Es liegt ein massives Problem vor, das sich zu einer dramatischen Situation entwickelt hat und jetzt zu einem Wendepunkt kommt. Das ist die Kurzdefinition von meiner Seite. So, wir sind also miteinander in der Höhle beim David, der sich versteckt und hofft, dass ihn der Saul und seine Horden, nenne ich es jetzt mal, nicht findet. Krisen im Leben. Wenn man in einer Krise ist, befindet man sich in einer ausweglosen Situation. Und die meisten Krisen im Leben treffen einen unvorbereitet. Man hat vielleicht die Vorzeichen nicht gesehen. Man konnte sich nicht vorstellen, beispielsweise, dass ein Virus sich so schnell verbreitet. Man konnte sich nicht vorstellen, dass eine Krankheit so schnell voranschreitet. Man konnte sich nicht vorstellen, dass einen jemand derart angreift. Freunde, Verwandte, Nachbarn. Ich habe von einigen Geschichten gehört, wo Nachbarn andere angezeigt haben in der Corona-Krise und dass die Polizei vorbeikam und so weiter. Das sind ja Dinge vielleicht, auf die man nicht unbedingt, man hat die Vorzeichen nicht gesehen. Und die Krise an sich war auch vorher nicht zu sehen. Es gibt viele Krisen, die kann man vorher nicht sehen. Ich erinnere mich, als es ein großes Feuerunglück in der Gegend gab, in der mein Sohn lebt, in Teilen Südafrikas. Und das konnte man vorher nicht sehen. Man wusste, dass ein starker Wind kommt, dass eine gewisse Gefahr vom Wind ausgeht, aber dass es sich zu so einer Feuerbrunst entwickelt, das konnte man vorher nicht sehen. Oder eine Krise entwickelt sich, weil man bewusst getäuscht wurde. Man wurde finanziell über den Tisch gezogen oder hat ein Auto gekauft, nicht wissend, dass es Fehler hat, solche Dinge. Man hat Dinge falsch interpretiert. Jemand hat einem gesagt, ich helfe dir, und dann hat sich herausgestellt, man hat es missverstanden oder hat es missinterpretiert. Oder man hat selber einen groben Fehler gemacht. Nicht alle Krisen kommen von außen an uns herangetragen, sondern wir sind auch oft selber Verursacher von Krisen. Beispielsweise man hat sein Geld falsch angelegt oder solche Dinge. Oder der Neid anderer Menschen treibt uns in eine Krise. Das habe ich geschrieben, weil es ja die Situation war, in der sich der David befunden hat. Denn der Saul hat aufgrund von Neid den David bekämpft, weil er befürchtet hat, dass der König wird. Also der Neid anderer Menschen ist schon zu einer großen Brutalität in der Lage, wie wir aus der Geschichte sehen können, und kann andere Menschen in eine Krise stürzen, die ganz schnell existenziell ist. Mir hat der einleitende Satz gefallen im Psalm 57, schon ganz oben, wo erklärt wird, was da los ist. Da heißt, erbarme dich über mich. Ich glaube, heute würde man ganz andere Dinge sagen, vielleicht nicht, die nicht so nett klingen. Vielleicht wäre, oh mein Gott, noch das Freundlichste. Aber da gäbe es bestimmt viele Worte, die man sagt, ich bin jetzt in einer Situation und komme nicht mehr heraus. Da kann man viele Dinge sagen. Und mir hat es gefallen, dass auch zu Beginn dieses Psalms der David im Prinzip beschreibt, wie es war. Dann, wir haben da den Vers, ich guck mal, ob das klappt,
Genau. Wir haben, es ist für mich das erste Mal, so eng mit dem Beamer zusammenzuarbeiten. Vielen Dank, dass ihr das so toll macht. Also hinter meinem Rücken geschieht etwas, von dem ich hoffe, dass es so ist, wie ich es mir vorstelle. Das kann ja auch manchmal kommen. Also es ist keine Krise, auf die ich unvorbereitet treffe, muss ich an der Stelle sagen, sondern ich vertraue dem großartigen Beamer-Team. Wir gehen los mit dem Vers, eben erbarme dich über mich, ein Lied von David nach der Melodie, richte nicht zugrunde. Also bitte, bitte, bitte soll gut ausgehen. Das wusste er ja schon zu dem Zeitpunkt, als er es geschrieben hat, dass es gut ausging. Und es stammt aus der Zeit, als er sich auf der Flucht von König Saul in der Höhle aufhielt. Also David versteckt sich in einer Höhle, Saul ist hinter ihm her, das haben wir schon besprochen. Und ich bin sicher, dass er in der Höhle auch Todesangst hatte. Und das Wissen, dass einem jemand nach dem Leben trachtet, ist sehr existenziell. Man kann sich auch ganz, ganz schwer selber davor schützen, weil man ja nicht weiß, wann, wie der Angreifer vielleicht zuschlägt, wie will er mich töten. Und ich glaube, wir alle haben das schon erlebt. Vielleicht, ich hatte das sehr stark als Kind. Ich hatte unheimlich Angst davor, dass mich jemand entführt. Das haben uns ja unsere Eltern auch gesagt. Steig nicht ein, wenn dir einer Schokolade anbietet. Und dann die Vorstellung, was passieren könnte, hat einen ja schon in Angst und Schrecken versetzt, ohne dass in Wirklichkeit etwas passiert ist. Und vor so etwas kann man sich auch schwer selber schützen, nicht mal mit einer eigenen Waffe. Wir haben das selber erlebt, meine Familie und ich, dass wir Todesdrohungen, Morddrohungen bekommen haben. Und ich muss sagen, das war für mich eine ganz dramatische Geschichte, weil ich nicht wusste, von wem, wann, wie, ist es ernst gemeint, ist es nicht ernst gemeint. Und das hat in einem eigentlich etwas ausgelöst, was man nicht wieder haben möchte. Und wenn eine Krisensituation kommt, ist die erste Reaktion, die viele Menschen machen, sie ziehen sich zurück. Rückzug ist oft die erste Reaktion. Was passiert denn gerade? Also mir ging das während dieser Corona-Zeit auch so. Plötzlich sind Informationen an einen herangetragen worden und ich habe mich zunächst mal zurückgezogen in mich selber, aber auch weg von Menschen, um für mich klarzukommen, was passiert denn heute? Der David beschreibt es so, erbarme dich über mich, oh Gott, erbarme dich. Das ist so dieser Rückzug und das Ausrichten auf Gott. Bei dir suche ich Zuflucht und Schutz. Wie ein Vogel sich unter die Flügel seiner Mutter flüchtet, da wären wir bei Muttertag, so will ich mich bei dir bergen, bis die Gefahr vorübergeht. Also am Anfang möchte man sich einfach zurückziehen und hoffen, dass es ganz schnell vorbeigeht und man sich mit der Sache nicht auseinandersetzen muss. Und ganz oft passiert es auch, aber meistens passiert es eben nicht, dass während der Rückzugszeit eine Krise sich so ganz alleine löst. Es gibt tatsächlich Situationen, wo das passiert, aber in der Regel nicht. Und ich denke, dass diese Rückzugszeit sehr wichtig ist und jeder hat da seine eigene Methode. Ich bin jemand, der das gerne zu Hause macht. Andere gehen in den Wald, andere gehen gern joggen, andere lesen gern ein Buch, andere hören gern Lobpreis, andere hören gern Predigt. Da hat jeder sein eigenes Recht, damit umzugehen. Ich bin jemand, der wirklich so ein bisschen wie das Küken ist, das sich unter den Flügeln der Mutter begibt, ich muss mich erst mal zurückziehen in meiner Wohnung. Als nächstes, wenn man sich zurückgezogen hat, also ich, bei mir ist es so, da kommt der Hilfeschrei. Ich rufe um Hilfe, so hat es der David dann auch gemacht, zu Gott, dem Höchsten, schreie ich, zu ihm, der alles für mich zu einem guten Ende führt. Und das war so ein Punkt, gerade in dieser Corona-Zeit, der mir sehr geholfen hat. Auf mich sind sehr viele Ratschläge von außen eingestürmt, aus den verschiedensten Ursachen. Und ich habe gemerkt, dass bestimmte Dinge mir große Angst bereiten, weil es auch von Fachleuten kam und auch von Leuten, denen ich vertraue. Aber es war mir einfach zu viel. Und ich habe gedacht, ich kann das alles gar nicht verstoffwechseln und ich kann mir auch nicht selber helfen.
ich brauche Hilfe von Gott. Und das war so ein Anfangspunkt, wo sich Dinge für mich zum Guten geregelt haben. Ich habe gemerkt, dass ich, wie es auch in der Bibel steht, meinem Leben mit meinen Sorgen keine Zeitspanne hinzufügen kann. Und noch lebe ich, das habe ich dann auch mal zu jemandem gesagt, noch lebe ich. Und wenn ich jetzt schon daheim sein muss, dann möchte ich aber richtig glücklich leben. Und das hat für mich eine große Befreiung gemacht. Der Ruf um Hilfe und zu wissen, dass er erhört wird, war für mich dann ein Schritt, dass ich die Krise nicht mehr allzu schlimm empfunden habe. Und dann im nächsten Punkt war es dann die Akzeptanz vom Himmel her, wird er mir seine Hilfe schicken und mich von denen retten, die mir nachstellen und mich so gehässig verleumden. Ja, Gott wird zu mir halten, er ist treu. Ich habe akzeptiert, ich stecke in einer Krise, ich habe akzeptiert, dass Gott mir auf seine Weise helfen wird und das habe ich dann auch proklamiert und das war für mich wieder ein Schritt weiter nach dem Hilferuf zu akzeptieren, dass Gott größer und stärker ist. Ich habe mich ein bisschen mit der Krise befasst und bin dann auch zu dem Punkt gekommen, mich zu informieren. Und es ist ein ganz großer Unterschied zu dem, was man davor gemacht hat. Davor sind die Informationen auf einen eingestürmt und dann kam der Punkt, wo ich mich informiert habe. Wir finden das dann im 5. Vers. Ich bin von Feinden umzingelt, wie Löwen lechzen sie nach Blut, ihre Zähne sind spitz wie Speere und Pfeile, die Zunge so scharf wie geschliffene Schwerter. Also es ist David beschreibt, was um ihn herum geschieht und sammelt praktisch die Informationen. Jetzt habe ich mir vorgestellt, wie das wohl gewesen wäre, wenn der David in der Höhle gewesen wäre mit all seinen Soldaten und es hätte eine Ich-verfolge-David-WhatsApp-Gruppe gegeben. Dann hätten die Informationen in der Höhle, also der Saul ist jetzt da und jetzt sind die anderen hier und sie haben das dabei und sie singen schon Siegeslieder. Ich bin nicht sicher, ob der David hätte göttlich handeln können und ich glaube, wir sind alle in der Krise an einen Punkt gekommen, wo die Informationen, die auf uns eingestürmt waren, eben keine Informationen waren, sondern Verschwörungen und Angst machen und ich weiß nicht was. Und ich möchte euch einfach sagen, wie ich gehandelt habe. Das ist sicher nicht das alleingültige Mittel, aber ich habe mich entschieden, welche Informationen sammle ich und was mache ich mit den Informationen. Sind es Informationen, die mich abhängig machen von der Meinung von Fachleuten, die sich schon mal nicht einig sind? Sind es Informationen, die andere Menschen schlecht machen? Sind es Informationen aus Quellen, die man nicht kennt, die sind schon mal mit Vorsicht zu genießen? Und sind es Informationen, die auf Theorien beruhen, die ich gar nicht nachvollziehen kann? Und ich habe mich persönlich dafür entschieden, das kann jeder ja halten, wie er will, dass ich mich komplett davon verabschiede und ich kann euch sagen, dass es mir zu einem großen Segen wurde. Und an der Stelle hat Gott seine Größe gezeigt, die den Himmel überragt, erweise auf der ganzen Welt deine Hoheit und Macht. Die Feinde haben mir Fallen gestellt, ich war völlig verzweifelt, also das muss ich zugeben, in den Krisen, die ich in meinem Leben erlebt habe, allesamt haben eine völlige Verzweiflung in mir ausgelöst, manchmal einmal, manchmal mehrmal, manchmal über eine kurze Zeit, manchmal über eine längere Zeit. Mir hatten sie eine Grube gegraben, doch nun sind sie selbst hineingestürzt. Es erscheint ein Licht am Ende des Tunnels. Der Ausweg ist vorprogrammiert. Und was ich interessant finde, ist, dass in der ganzen Bibel, wir finden so viele Krisen, Gott hat den Menschen die Fähigkeit gegeben, Krisen und Stresssituationen zu überwinden. Deshalb glaube ich auch, dass man letztlich aus einer Krise immer wieder gestärkt hervorgeht, verändert, aber zum Guten. Und das kann ich sagen, ich habe viele Krisen gehabt, viele existenzielle Krisen. Krisen gehören zum Leben dazu, aber noch hat es keine Krise geschafft, mich zu brechen und mein Gottvertrauen zu zerstören. Nach der Krise kommt was Großartiges, und zwar
die Neuausrichtung und die Wiederherstellung. Und das ist eigentlich das Tollste. Eine Krise bringt immer eine Chance im Leben, die man vor der Krise nicht hatte. Wenn dein ganzes Geld weg ist, musst du wieder neu anfangen. Ja, wenn du kämpfen musst ums Überleben, musst du wieder neu anfangen. Aber es birgt sich auch eine Chance für einen Neuanfang. Ich weiß, dass viele gesagt haben im Leben, oh, ich würde gerne mal ein bisschen länger zu Hause bleiben und so weiter und so fort. Jetzt haben wir es. Für manche hat sich dann offenbart, nee, Homeoffice ist nicht mein Ding. Wir haben neue Systeme gelernt, wir haben neue Möglichkeiten der Kommunikation gelernt, wo ich am Anfang Schweißausbrüche hatte bei irgendwelchen Online-Meetings. Bin ich jetzt schon relativ gelassen und freue mich über die Technik. Wir sind beim Vers 8. Gott, mein Herz ist voller Zuversicht. Ja, ich bin ruhig geworden im Vertrauen auf dich. Hallo, das ist die genialste Situation nach der Krise, weil es noch ein kleines bisschen vor der vielen Arbeit ist. Das Leben nach einer Krise ist in der Regel nicht mehr dasselbe, wie es vor der Krise war. Oder zumindest in Teilen. Aber das Leben geht weiter und es birgt wieder enorme Chancen, die es zu entdecken gibt. Denn wichtig für einen guten Neuanfang sind Vertrauen, Zuversicht, Ruhe in der Seele und die Hoffnung, das sind die ersten Schritte aus der Krise heraus. Ein Schritt nach dem anderen. In Afrika sagt man, einen Elefanten isst man in Scheiben. Die, die mich kennen, die kennen auch den Spruch, man schneidet den Elefanten in Scheiben, dann kann man ihn am Ende auch aufessen. Also ein Schritt nach dem anderen. Und da gefällt mir der Vers, drum will ich singen und für dich musizieren. Alles in mir soll darin einstimmen, Harfe und Laute wacht auf, ich will den neuen Tag mit einem Lied begrüßen. Das ist die Einstellung, die beste Einstellung zur Wiederherstellung, dass ich den Tag begrüßen will. Die Freude am Leben kehrt wieder zurück. Ja, am Anfang gebremst und ja, am Anfang auch ein bisschen mühsam, aber auf die Dauer kehrt die Freude am Leben wieder zurück. Bei mir ist es immer ein großes Zeichen, wenn ich Musik wieder anmache und laut in der Wohnung singe. Es stört dann manche Mitbewohner, aber so ist es halt. Natürlich denke ich auch, dass dazu auch eine gewisse innere Heilung vorangeschritten ist. Ich denke auch das Schreiben des Psalms und das Reflektieren von David, was da eigentlich passiert war, war bestimmt eine Form, wie er für sich damit umgegangen ist. Der eine schreibt Psalmenlieder, der andere schreibt ein Buch, der andere macht irgendetwas anderes, fängt mit Sport an oder so. Aber irgendetwas ist schon vorausgegangen, dass man wieder heil wird. Und ich möchte euch auch ermutigen, da unter Umständen zu singen. Also die Freude am Leben, die wieder zurückkehrt, das ist eigentlich eine großartige Geschichte. Der nächste Punkt: Herr, ich will dir danken vor den Völkern, vor allen Menschen will ich dir singen. Ich denke, die Dankbarkeit ist auch wieder ein erster Schritt. Für mich ist es immer die Grundlage, vergeben zu können. Und man muss ja nicht immer Menschen vergeben, man muss auch Situationen vergeben, die oft durch Menschen verursacht sind. Aber man kennt ja die Leute oft gar nicht. Und ich denke, Danke zu sagen, dass man aus einer Krise herauskommt, das ist ein ganz großer Schritt in ein neues Leben und in eine gute Wiederherstellung. Und daran folgt die Freude ist zurück, Dankbarkeit ist zurück und es bringt eine enorme innere Freiheit. Groß ist deine Güte, sie reicht bis an den Himmel und wohin die Wolken auch ziehen, überall ist deine Treue. Gott, zeig deine Größe, die den Himmel überragt, erweise auf der ganzen Welt deine Hoheit und Macht. Das ist ja schon extrem überschwänglich. Also es sind sehr überschwängliche Worte, wenn man sich überlegt, was passiert war. Was ich interessant fand, war die Situation in der Höhle. Der Saul ist ja reingekommen und hat dort seine Notdurft verrichtet. Er kam ganz nah an den David heran und David hätte die Chance gehabt, ihn zu töten. Seine Soldaten haben ihn auch dazu aufgefordert und er hat gesagt, nein, ich bringe niemanden um, der von Gott gesetzt wurde. Und hat dann ein Stück seines Mantels abgeschnitten und hat es als Beweis behalten, dass er dann später
das muss man auch gut nachlesen, dass es auch später so war, dass er beweisen konnte, dass er das Leben vom Saul in seiner Hand hatte und es hätte machen können. Und ich glaube, das ist für mich ist das ein Zeichen, dass man eine Krise überwunden hat. Dass man auf jede Form der Rache verzichtet, auf jede Form der Vergeltung, selbst wenn sie vielleicht angemessen gewesen wäre, von außen gesehen. Aber Gott hat einen anderen Blick. Und die Rache ist Gottes Geschichte und nicht unsere. Ich bin mit mir und mit Gott im Reinen, bin im Reinen mit dem, was geschehen ist und kann getrost und gelassen auf Rache, Vergeltung und solche Dinge verzichten. Und damit bin ich nicht nur ein guter Mensch anderen gegenüber, sondern ich bin in erster Linie gut zu mir. Weil Rache ist das Gift, was andere tötet und mich vergiftet und auf Dauer den Tod für mich bedeutet. Wir sind schon am Ende angelangt. Ich komme zu den Schlussfolgerungen oder der kurzen Zusammenfassung der Predigt heute. Gott, der Herr, ist der beste Krisenmanager und hat für jeden einen Plan aus jeder Krise heraus. Da bin ich fest davon überzeugt. Mal geht's länger, mal geht's kürzer, aber es geht immer voran. Krisen hat es immer gegeben und wird es immer geben. Wir sind jetzt genau 75 Jahre nach Kriegsende in Deutschland. Das muss man sich auch mal überlegen. Ich habe mir Bilder angeschaut. Ich dachte, ich könnte sie heute zeigen, aber die Zeit erlaubt es nicht, wie Stuttgart nach dem Krieg ausgesehen hat. Die Stadt ist überhaupt gar nicht mehr existent. Und in was für einer Zeit leben wir? 75 Jahre nach Kriegsende. Und es gibt Krisen hat es immer geben und wird es immer geben. Und es gibt immer ein Leben nach der Krise und darauf lohnt es sich, den Fokus zu legen. Wenn man sich immer nur um die Krise dreht, in der man war, in der man ist und die man sein könnte, ich glaube, das zerbricht den Charakter eines Menschen. Und Gott fordert uns auch auf. Das finde ich, sieht man sehr stark auch in dem Psalm. Gott fordert uns heraus, nicht in der Vergangenheit zu leben. Klar prägt uns die Vergangenheit und mein heutiges Handeln basiert oft auf dem, was ich in der Vergangenheit erlebt habe. Ich denke, das ist auch legitim, das ist ja ein ganz normaler Mechanismus. Gott fordert uns heraus, nicht in der Vergangenheit zu leben, sondern schon heute das Leben für morgen vorzubereiten. Und da möchte ich nochmal die Dinge einbeziehen, die ich vorher gesagt habe. In Dankbarkeit leben, in Vergebung leben, keine Rache auszuüben. Das entscheide ich heute und es wird für morgen, es wird für heute Konsequenzen haben, aber auch für morgen. Und dazu braucht es Mut, Entschlossenheit und ein großes Gottvertrauen. Krisen kann man auch bewältigen, vielleicht ohne Gott. Das müssen ja auch viele Menschen, aber sie sind leichter zu bewältigen in dem Wissen, dass Gott mit uns ist, dass wir Gott vertrauen können und dass Gott derjenige ist, der jede Krise kennt und uns hindurchführt. Und ich möchte euch Mut machen, auch wenn ihr Nachrichten hört und Informationen bekommt, verdaut es mit dem Werkzeug, was Gott euch gegeben habt und lasst euch nicht entmutigen und lasst euch auch von vielen Dingen nicht verunsichern. Wenn all die Informationen stimmen würden, die wir an einem Tag bekommen, würde die Welt morgen nicht mehr existieren. Das sage ich euch ganz ehrlich. Und ich sage euch ganz ehrlich und das sage ich in Jesu Namen, sie wird morgen noch existieren. Und alle Verschwörungen, Lügen, Informationen, die stimmen, Dinge, die in Verschwörungen drinstecken, die auch stimmen, das wird sich irgendwann zeigen und es wird sich sortieren und auflösen. Wir können heute noch nicht sagen, was alles die Krise verursacht haben, aber wir können sagen, dass Gott der Herr in unserem Leben ist und uns hindurchbringt. Ich danke euch fürs Zuhören. Es ist mir eine Freude, mit euch Teile dieses Tages zu gestalten. Ich wünsche euch, wo überall ihr seid, dass ihr einen wunderschönen Sonntag gemeinsam erlebt und genießt es.